Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibär meiner Höchst, wieder eine neue Folge 2 gegen 2 mit dem Rob und dem Muttibär mit mir, genau. Gegen Gegen Enzerg. den Barstrichcode Und Protoss. Alter! Wir müssen ja andere üben, ne? Stundenstadt. Wir müssen heute sprechen daran. Wir einfach nur alle gleichzeitig. Damit genau, da hört ja keiner versteht. Nichts mehr und dann passt das schon. Dann machen wir die Musik extra noch lauter, damit wir uns gar nicht. Apropos, hören. Ja, Musik. Ah, die hast du bestimmt wieder anmacht, die aus. Alter. Ja, 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 ja. Musik. Steuerung M. Ach, Steuerung M, der reicht mir, ich kann es auch so. So, Musik ist aus, keine Musik, alles schick. Zum Glück haben wir noch kein Spiel aufgenommen. Sonst hätte ich hier schon wieder. Schlagen können. Hauen müssen. Ja, vielleicht vergesse ich jetzt auch meine Pylone nicht, wie im letzten paar Spielen. Das Spiel, ja, zeigt Protoss. Genau das, was wir sind. Ja, da muss ich auf jeden Fall zumachen. Da kommt jetzt schon eine Sonde. Keine Russian mit Ding-Unterstützung. Ja. Ja, Cannon Rush, eindeutig. Kam zwei Sonden rüber. Gas klauen, okay. Einen habe ich erwischt, die andere müssen wir noch erwischen. Da kommt die zweite. Vielleicht doch also jetzt machen. Klar, wir das machen. Vier reichen eigentlich. Unten darf er nicht hinbauen. Okay. Ja, wollten sie schon, Witter? Wollten sie. Ja, gegen Protoss ist es Cannon Rush. Hat auch meine Pille, hat, wie gesagt, der hat meine Dings erwischt noch. Mein Gas. Was genauso scheiße ist. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Soll ich mal Linkspeed nehmen? Weil das muss ja auch nicht mehr ein Dings gewesen oder sein sollen, würden, müssen, dürfen, können. Doch, der hat eine Kenning, hier Kenning-Dings gebaut. Hier, wer heißt das, Schmiede? Das ist aber viel mehr kostet als ihn, ne? Natürlich. Für das Böse. Das finde ich einfach übertrieben hart. Aber das hieß, es kommt nicht erstmal ein Flieger, oder? Doch. Gerade deswegen kommt ein Flieger, ich gehe vorgucken. Da kommen erstmal Dinge. So soll es geschehen. Niemand wird Ehre den Deiner. Hat noch nix. Ex-Zack, Ex-Sätze. Vorwärts. Die Templer rücken vor. Nur die Gläubigen töten nicht. Ich mach ordentlich Schaden. Ist gut. Dann klone ich einfach was mal weiter hoch. In die Schlacht. Was hast du erwischt? Kannst du eigentlich nochmal durch, hat noch keine Cannon stehen. Roaches kommen. Dann als nächstes beim Zerg. Und Fliegerhorst ist gebaut. Ein Urukal. Komm schon! Na, ist jetzt, ich lenk's noch ab, das haut auf meine Linge, weil ich gerade vom Zerg die Drohnen weghaue. Ich nehm's bisschen die Drohnen killen. Ehre den Dalai-Lam. Forschung abgeschlossen. So soll es geschehen. Niemand kann uns aufhalten. Sag mal bitte Orakel, ey. Das was auch immer, das klingt ja immer nur scheiße. Oh, cool. Das ist einfach nur dumm. Oh, du wusstest gleich, um was es geht. Ja, aber ich finde das nervig. Was ist ich hier? Dann sag ich schon Flieger. Genau. Und Linge. Sind drinne.
Ah, da kann ich fighten. Da blieb er noch ein paar, hat er eigentlich alle Trollen auf die Damage. Ja, das ist einfach. Den Queen hat er nicht gekriegt. Da kann ich schon Hydras bauen. Gleich geht's los. Hydras. Ich muss halt gucken, was der nächste Cheese ist. Ja, der nächste Cheese ist in der Flieger. Fast, wie hießen sie? Genau. Goldweiß? Nö, das andere. Orakel? Mars Urukai. Ja, das ist, ey, komm. Alter, die machen auch Damage, ey. Nur zwei Stück. Überall Overlords rum. Ja? Muss mal gucken. Mal killen. Mach auch mal ein bisschen Damage beim Protoss. Mehr Overlords, mehr von allen. Ob sie die Gold haben, wissen wir nicht, wa? Vorne! Oh, hinten? Hinten die Kann Gold. Ich hier nicht sagen, warte. Gucken, was sie überhaupt haben. Na, GX hat auf jeden Fall der Bruder. Lieber Void Rage Bauern. Oder ob ich hier Hyde war, ist okay. Sollte noch langsam losmachen. Nee, nimm da jetzt gerade auseinander die Gold. Hat beide keine, haben beide keine Gold. Okay. Ich hab 1-1 gleich durch. Genau jetzt. Ich hab nur eins so durch gerade. Das ist ein Overlord. Ich bin die Stimme der Kalten. Hau jetzt wo ist wo rein. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Dinge kommen ein paar. Gebt uns einen Auftrag. Da kommt die Army, würde ich sagen. Was? Ah, den Overlord. Da kommt jetzt auf jeden Fall jede Menge Zerg. Die Volts kommen bei mir. Boah, Alter, ey. Ah, die Volts machen jetzt alles kaputt halt. Void Race, Alter, so nervig. Ja, das ist halt die perfekte Map für Liga, ne? Lass mal ein Go machen. Ist gut? Lass ein Go, ne? Ja. Hat halt Schaden, aber hast du halt was. Ich hab auch gleich 2-2, da gehen wir vorne sind, hab ich 2-2 durch. Sehr schön.
War schlecht. 2-1 so durch. Vorsicht, das war schlecht hier, ne? Vorsicht. Ja, ja. Ich bin gefangen. Komm zurück ein Stück. Boah, das dauert aber echt lange, bis es durch ist. Ja. Schick mal einen Hyper vor. So, wollen wir? Dann los. Jetzt war nicht 4, aber... Ah, die Gold schon. Ach. Reicht nicht, ja? Doch, 2-2 Hydra ist halt auch beim eigentlich gut weg. Reicht nicht. Schade. Jetzt kommen die Voids wieder bei mir auf der Seite. Ich gehe hoch, bleib unten. Der blinkt schon? Nein. Jetzt müsstest du vorne irgendwie Stress machen. Ach, das ist eine echte Fliegermap, ey. Jetzt hat er wieder seinen Charge. Ja, ich bin raus, hier oben. Ich mach da meine Main weg. Und unten, man wird ja auch gerade gekillt. Oh, Void Racing weg. Komm mal runter. Komplett abgeräumt. World Racing komplett weg. Geil. Nehmen wir auf jeden Fall noch ein paar Echsen. Da hatte ich gerade, die haben sie mir weggerissen. Ja, die haben aber eine Gold und die wollen jetzt Träger. Müssen auf jeden Fall noch mal vor gleich. Sonst wird das nicht mehr. Ja, ist eh. Ach, ich hasse das. Warum das überhaupt funktioniert? Was ist denn los, Chris? Was ist denn los? Keine Ahnung, heute ist nicht mein Tag. Wie gesagt, jetzt kommt ein Träger ohne Ente. Wenn wir jetzt nicht Go machen, ist es durch. Ja, ich hol Fangel dazu. Onkel Fangel. Ja, das ist zu wenig für ein Go. Ja, wenn wir gar nichts machen, dann verlieren wir das Spiel jetzt. Ein paar Minuten kann ich ja noch gehen. Das ist ein Changeling. Ja. Ja, die haben oben schon wahrscheinlich die Echsen. Eingegraben, ne? Na, was macht denn das da oben? Ah, verloren. GG! Da oben kommen die Flieger und Mothership. Ja. GG. Keine Chance gehabt. Jo, das war nicht so geil. Ja, wir sagen, sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Und das sind wir auch schon wieder abspannen. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr morgen wieder bei uns einschaltet. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts findet ihr ein anderes Projekt von uns und unten rechts ein StarCraft-Projekt. Dann schaltet auch morgen wieder ein und tschüssi, eure Mutti Bermando.